Nuripur für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, es gibt Fortschritte in Afghanistan, wenn man sich die letzten 15 Jahre anschaut. Das ist sicher so. Der Kollege Annen hat einige auch genannt. Aber diese Fortschritte stehen zurzeit vor einer riesigen Herausforderung. Es gibt Signale des Zerfalls bereits an der Spitze des Staates. Die Politik des Landes steckt in einer immensen Krise und macht damit ganz, ganz viel kaputt. Ich war in Afghanistan 2014 nach den Wahlen, habe so viel Euphorie gesehen, habe eine so unglaublich gute Stimmung gesehen. Menschen mit leuchtenden Augen, die alle total stolz mir ihren getinteten Finger gezeigt haben, weil sie wählen gegangen waren. Dann gab es zwei Menschen, die den Wahlsieg für sich proklamiert haben. Und wir, der Westen, haben sie dann bedrängt, dass sie miteinander arbeiten. Die kriegen es bis heute nicht hin. Das sieht die Gesellschaft. Und das macht eine unglaublich schlechte Stimmung. In einem Land wie Afghanistan, nach über 2 Jahren keinen Verteidigungsminister ernannt zu haben, ist eine Art von Tribalisierung der Politik und der Regierung an und für sich, die das Land wirklich maßgeblich kaputt macht. Die Sicherheitslage ist höchst fragil. Ich war 2015 das nächste Mal da. Da war die Stimmung schon gar nicht mehr so gut, weil die 5. größte Stadt des Landes, Kunduz, gefallen war. Innerhalb von 24 Stunden hat Taliban Kunduz erobert. Die Frage, die sich viele Freunde, die ich in Kabul habe, gestellt haben, ist: Ist das nicht auch in Kabul in der Geschwindigkeit möglich? Faktisch nicht, aber das zeigt, wie dramatisch die Stimmung sich verändert hatte. Die Taliban sind stark. Die Friedensgespräche gibt es nicht mehr. Und ISIS fasst immer mehr Fuß in Gebiete wie zum Beispiel in der Provinz Nangarhar, wo man jeden Tag in den afghanischen Zeitungen lesen kann, dass es bei Gefechten so und so viele Tote von den Taliban gegeben hat und so viele Tote von ISIS. Was dann nicht in der Zeitung steht, ist, dass die Toten entstanden sind bei Gefechten zwischen diesen beiden Gruppen untereinander, weil die afghanische Armee gar nicht mehr vor Ort arbeiten kann. Und das zeigt, wie hochdramatisch die Lage ist. Wobei die Vorwürfe an die afghanische Armee, die können sich nur in Grenzen halten. Einfach ein paar Zahlen. 2015, 6.637 Tote von der Armee, 12.471 Verletzte. Januar bis August 2016, über 5.500 tote Soldaten, fast 10.000 Verletzte. Keine Armee der Welt würde so viele Verluste auf Dauer überleben, ohne zu desintegrieren. Und genau das passiert derzeit in Afghanistan. Und genau deswegen kommt auch der Arbeitsmarkt nicht in Schwung. Deswegen funktioniert es auch mit der Wirtschaft nicht. Auch das drückt erst recht die Stimmung runter. Ich habe 2015 junge Menschen getroffen, hochagil, hochaktiv und wirklich gut ausgebildet. Genau die Generation, die Afghanistan aufbauen kann und auch muss. Wir haben eine super lange Diskussion gehabt, dann kam es zur Frage der Migration. Und eine junge, super starke, mutige Frau sagte: Ich bleibe, das ist mein Land, ich baue es auf. Die anderen 6, die am Tisch gesessen haben, haben sie ausgelacht. Das war eine tragische Sekunde für mich, aber erst recht für diese Frau, die aber auch klar macht, wie die Stimmung in diesem Land ist. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir die richtigen Signale setzen, dass wir den Afghaninnen und Afghanen klar machen, dass wir ihnen beistehen, dass wir wissen, dass sie einen weiten Weg vor sich haben und dass wir solidarisch sind. Signale. Darum geht es. Es geht darum, dass wir den Afghanen klarmachen, dass wir ihnen die richtigen Signale setzen wollen. Die Signale der Bundesregierung. Erstens massiver Tabubruch. Oktober 2016. Der Außenminister verknüpft, das war bisher zu Recht völlig verpönt in dieser Republik, verknüpft unmittelbar die Frage der Entwicklungszusammenarbeit mit der Frage der Annahme eines Rücknahmeabkommens. Das heißt, erst recht, wenn Abschiebungen funktionieren, sind wir bereit, euch Geld zu geben. Es gab einen guten Grund, warum zum Beispiel, als das Thema bei Marokko auf die Tagesordnung kam, genau dieselben Mitglieder der Bundesregierung gesagt haben, diese Verknüpfung ist unzulässig. Und deshalb finden wir diesen Tabubruch einfach nur das falscheste Signal, was man nach Afghanistan senden kann. Zweitens, gestern 34 Flüchtlinge in einem Flugzeug von Frankfurt nach Kabul. Rückführungen. Ist Afghanistan nun sicher? Wir haben gerade von allen gehört, ist es nicht. Gibt es sichere Zonen? Wir fragen ja die ganze Zeit, wo die sicheren Zonen sind. Dann wird uns gesagt, Mazar-e-Sharif. Es gibt einen guten Grund, warum unser Generalkonsulat nun geschlossen ist und auch nicht mehr öffnen wird. Das liegt nämlich daran, dass die Sicherheitslage hochdramatisch ist und auch die afghanischen Sicherheitskräfte nicht imstande sind, unser Generalkonsulat zu schützen. Wie kommen Sie denn auf die Idee, dass Sie dann imstande sind, die Zivilbevölkerung zu schützen? Und in der Situation
Ich meine, es gibt ja auch freiwillige Rückführungen und da ist es ja auch so, dass man sich darum kümmern kann, dass es ein Netzwerk gibt, dass es NGOs gibt, dass es sich um die Leute gekümmert wird. Aber was hier passiert, sind Sammelabschiebungen, Sammelrückführungen mit Zielgrößen und mit Fantasiegrößen, die genannt werden, wie viele man erreichen muss. Ich weiß nicht, was der Herr Innenminister sich dabei denkt. Wenn er unser Asylrecht kennen würde, würde er wissen, dass es dort um Einzelfallprüfung geht und nicht um Maßgaben, wie viele Abschiebungen man denn eigentlich hinbekommen will. Und deshalb kann ich nur appellieren, setzen Sie die richtigen Signale, sagen Sie den Afghaninnen und Afghanen, dass wir ihnen beistehen, investieren Sie, ja, das müssen wir politisch machen. Die Frage, ob man das auch sozusagen mit der Bundeswehr dort macht, ist bei uns hoch diskutiert. Ich werde dem zustimmen, weil ich nicht das Signal senden will, dass wir die Afghanen alleine lassen wollen. Ich verstehe ausgesprochen gut, warum es so viele Leute bei mir in der Fraktion gibt, die nicht gegen die Solidarität für die Menschen in Afghanistan, aber gegen die Art und Weise, wie die Bundesregierung eine Afghanistan-Politik diesen Mandat ablehnen werden. Wir sind uns vielleicht nicht immer einig in der Frage, welchen Beitrag wir leisten wollen für Afghanistan, aber wir sind uns hundertprozentig einig, dass wir den Afghaninnen und Afghanen weiterhin beistehen sollten. Dafür müssen wir die richtigen Signale setzen. Das macht die Bundesregierung mit diesem Mandat nicht. Vielen Dank, Omid Nuripur. Nächster Redner, Lars Klingbeil für die SPD-Fraktion.